Der TSV 1860 startet unbesiegt in die Rückrunde. Die Generalprobe für den ersten FC Nürnberg gewann der Löwe am Samstag gegen Regionalliga-Spitzenreiter Wacker Burghausen mit 5:1. Die frühe Führung durch einen von Michael Lindl verwandelten Elfmeter gab 60 Sicherheit. Das 2:0 fiel kurz danach nach einem Konter, den Neuzugang Sascha Mölders gekonnt und raffiniert abschloss. Die Abwehr der Löwen war immer wieder für einen Patzer gut, so auch beim 1:2 Anschlusstreffer der Wackerianer. Benno Müllmann zeigte sich trotz der 5 Löwentreffer nicht ganz zufrieden. Es hat heute einiges nicht gestimmt, aber es ist auch einiges dem geschuldet gewesen, muss ich ganz klar sagen, dass wir nicht ganz die Frische hatten. Wir haben in den letzten 2 Tagen trotzdem, nachdem wir hier in München wieder waren, gut gearbeitet bei tiefem Boden. Und gestern 2 Einheiten noch gehabt und das hat man vor allen Dingen in der Anfangsphase gesehen, dass wir da nicht so agil und nicht so dynamisch und aktiv waren wie der Gegner.